Meine Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die 148. Plenarsitzung des Hessischen Landtages. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Einen schönen guten Morgen allen, auch denen auf der Besuchertribüne. Wir haben zunächst die Beschlussfähigkeit festzustellen. Auch für die, die es nicht hören, frage ich, wird die angezweifelt? Das ist nicht der Fall. Damit ist das Haus beschlussfähig und nun in voller Konzentration auf den Präsidenten gerichtet. Denn ich habe zu verkünden, dass die Punkte 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 42 erledigt sind. Gestern Abend tagte der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss und hat zu zwei Gesetzentwürfen jeweils eine Beschlussempfehlung generiert. Zum Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für eine Gesetz zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes Drucksache 19/6763 zu 19/6403, die Beschlussempfehlung mit der Drucksache 19/6778. Und zum Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Krankenhausgesetzes 2011 und anderer Rechtsvorschriften mit den Drucksachen 19/6740 zu Drucksache 19/6548, die Beschlussempfehlung mit der Drucksache 19/6779. Meine Damen und Herren, die beiden dritten Lesungen sind Top 58 und 59 auf dem Nachtrag der Tagesordnung und werden am Donnerstag aufgerufen. Wir tagen heute vereinbarungsgemäß bis 18 Uhr bei einer Mittagspause von 2 Stunden. Wir beginnen mit dem Tagesordnungspunkt 37, dann haben wir 34 zu besprechen. Und nach der Mittagspause, zu Ihrer Information, beginnen wir mit dem Top 41. Herr Staatsminister Wintermeyer ist den ganzen Tag entschuldigt. Ist aber hier. Ich sehe ihn nicht. Also ab 10 Uhr. Okay. Dann bleibt es halt noch eine Stunde. Frau Kollegin Puttrich, ab 12.45 Uhr. Aber anscheinend ist das zeitkompatibel bei euch beiden. Frau Kollegin Gnadl, ich habe es gestern gesagt, wir sind in froher Erwartung. Wir öffnen heute Mittag eine Aufstellung zu in Ihrem Interesse hoffe ich auch sehr, Volkshochschulen, Orte der Integration. Das ist nach dem Ende der Vormittagssitzung. Um 19.15 Uhr wird unsere Fußball-Landtagsmannschaft in Hohenstein, das ist hier nebenan, gegen eine Auswahl aus Vorständen und Politik, was immer das auch konkret heißen mag, antreten. Wir drücken ihr die Daumen. Und früher werden wir dann erfahren in einem längeren Spielbericht, wie es ausgegangen ist. Nach der Plenarsitzung heute kommen zusammen der Kulturpolitische Ausschuss im Sitzungsraum 510W, der Innenausschuss im Sitzungsraum 501A. Letztere aber nur, wenn für den auf der Einladung stehenden Gesetzentwurf die dritte Lesung beantragt wird. Das werden wir schon sehen. Der Kollege Klee ist sehr scharf darauf, die 108. Sitzung zu leiten. Deswegen. Meine Damen und Herren, ich gratuliere herzlich Andreas Hofmeister zum heutigen Geburtstag. Lieber Andreas, alles Gute für dich. Gottes Segen bei uns gekrönt. So, der Ismail legt großen Wert darauf, dass er dir selbst die Flasche überreicht. Er möchte ja auch mittrinken. Meine Damen und Herren, damit können wir einsteigen in die Tagesordnung heute. Wir beginnen